Ein Kind wurde von seiner Mutter gestillt. Und dann kam eine Person. Diese Person war auf ein Pferd. Das sah so schön aus. Und die Person sah gut aus. Richtiger Reiter. Dann sagte die Mutter: Oh Allah, mach mein Kind wie dieser Reiter. Das Kind sagte: Oh Allah, mach mich nicht wie dieser. Wie diesen. Dann kam eine Sklavin und die Leute schlagen sie und die ziehen sie. Dann sagte die Mutter: Oh Allah, mach mein Kind nicht wie diese Sklavin. Dann hat das Kind gesagt nochmal: Oh Allah, mach mich wie diese Sklavin. Dann haben sie miteinander gesprochen. Da hatte er gesagt: Dieser Mann ist ein ungerechter Tyrann. Der ist so schlimm, der tut Unrecht und ich will nicht wie diese werden. Aber diese Frau, die Leute behaupten, dass sie geklaut hat und dass sie Unzucht begangen hätte, aber sie hat das nicht getan. Sie wird zu Unrecht behandelt, aber dieser Mann tut Unrecht. Und deshalb sei in diesem Leben vorsichtig, bevor du ein Wort sagst und bevor du Unrecht tust, weil wenn du Unrecht tust, lieber Moslem, du wirst zur Rechenschaft gezogen am letzten Tag und du weißt nicht, wie die Sache genau ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu gerechten Leuten machen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von Ungerechtigkeit und Unrecht entfernen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen und bewahren.